Heute ein kleines Unboxing. Wir gucken uns Atari Flashback 9 Gold in HD an. Kleine Retro-Geschichte. Zwei Controller an. Mal gucken, was so da drin ist und wie sich die Konsole so spielen lässt. Bis gleich. Willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mir zuletzt diese kleine Konsole geholt. Es ist von Atari, das Logo ist auch dabei. Es ist also lizenziert. Es handelt sich um die Atari Flashback 9 Gold HD an. Soll 120 Spiele enthalten, zwei Controller, das Gerät selbst, Spiele wie Frogger, Space Invaders, Metroids, wenn ich das hier lesen könnte, ist ein bisschen auch ein Rennspiel. Hier noch ein Spiel: Centipede, Jungle Hunt, Kaboom, River Raid und vieles mehr. Ist von AT Games und AT Games Flashback zu holen. Ja, gut, ich gehe davon aus, es ist eine Firma. Hergestellt in China. Zeige euch mal da steht's. Made in China. Hier steht die Adresse alles. Da steht auch alles. Beachten Sie dieses Produkt, bla 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 bla. Lieferumfang. Konsole mit 120 Spielen, 2x2,4 GHz Controller, kabellos. AC-Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung. So. Jetzt sehen wir mal, ob wirklich alles in Gold ist oder nur die Packung in Gold ist. Eine goldene Packung, roter Schriftzug, sehr ansprechend. Natürlich ist diese Konsole nicht eine richtige Retro-Konsole. Sie emuliert die Spiele und einige Spiele sind auch schon enthalten. So, da machen wir mal die Kiste mal auf. Auf das Ding so, was haben wir hier drin? Also eine Anleitung, HDMI-Kabel, die Konsole selbst und zwei Controller. Das Netzteil habe ich auch. Das habe ich letztens beim C64 Mini präsentiert. Mal gucken, wo ich das überhaupt hingelegt habe. Mal kurz suchen. Tada! Besuche, der findet. Hier ist das Netzteil. So, die Konsole selbst ist nicht gerade groß. Hier sind noch zwei Anschlüsse für die alten Atari Joysticks oder Joypads. Das wollen wir auch noch mal ausprobieren. Hier haben wir einen HDMI-Anschluss. Hier haben wir die Stromversorgung. Nee, da packt man das da rein. So, zack. Und dann das Funktionabel. Ein Power-Button, ein Start-Button. Hier kann man die Schwierigkeit für links und rechts auswählen und ein Select-Button. Was hat's noch? Immer, bevor irgendwas noch schief geht. Kartenlesegerät. Also man kann das Gerät selber noch wahrscheinlich upgraden oder vielleicht irgendwie Spiele noch installieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch nicht es getestet. Okay, ich habe es mal probiert zu testen, aber es ging ein bisschen daneben. Aber das zeige ich euch doch. Hier der Stromeingang, falls ihr mal was falls ihr das Netzteil mal sich verabschieden sollte, ne? Ausgang 5 Volt, 1 Ampere. In der Regel könnt ihr auch Netzteile für Handys nehmen, aber es muss nur ein
Mini-USB-Anschluss sein. So wie hier. Tick. Es darf jetzt nicht USB-C sein. Aber die Netzteile vom Handys funktionieren in der Regel auch. Die haben meistens immer die gleiche Spannung. Ne? Ihr müsst darauf achten. 5 Volt, 1 Ampere. Darf nicht da drunter liegen. Besonders bei dieser Ampere-Zahl darf es nicht da drunter liegen, weil sonst habt ihr das Problem wie beim Commodore C64 Mini. So. Also, ne, es ist so ein bisschen, die Konsole ist nach der, sag mal, ich nenne die immer so Brotbox-Edition nachempfunden. Es gab später noch diese, oder gab es als erstes die Junior? Naja, ist auch egal. Das ist hier so draufgeklebt, hier auch so, ist ganz nett gemacht. Hartplastik, ne, ist nicht schwer. Gut. Oh. So, stimme mal daneben. Und das sind wir in der School. So. Hier haben wir. How do I pay the Atari controls with control? Okay. So. Turn the Atari controller, bla, 1 und 2 and the console. Ja, hätte ich früher auch mal lesen können. Es kommt, wenn man die Sachen nicht liest. Hier haben wir einen Controller. Für Player 2. Ne? Ein Button. So nach den alten Controllern gefunden. Ist batteriebetrieben. So. Kann man hier auch. Seht ihr? Leuchtet. Wenn man ihn einschaltet. Batterien sind nicht enthalten. Die müsst ihr euch noch besorgen. Aber in der Regel. Zu Thema Batterien kann ich euch echt nur empfehlen. Holt euch gute Batterien. Keine billigen für 1 Euro. Das Problem ist aber, diese 1 Euro haben nicht die Leistung wie, sag mal, Duracell und alle anderen Batterien. Klar, für Spielen würde es erstmal reichen, aber das ist ein Punkt, wo ich persönlich drauf geachtet habe. Darauf kommen wir noch. So, hier haben wir Controller 2 und Controller 1. Na, was fällt uns auf? Hier haben wir ganz viele Knöpfe. Die Knöpfe, die wir hier sehen, haben wir an der Konsole auch. Der erste Controller ist sowas wie, ja, sag ich mal, ja, Master Controller, kann man so sagen. So, hier haben wir das Menü, Select, Start und Rückspulfunktion. Das gleiche hier auch, die sind kabellos, batteriebetrieben, und, ja, so, naja, mal gucken, wie sich das anfühlt. Fühlt sich ein bisschen so schwammig an, muss ich echt zugeben. Aber wir sehen es ja. Alternativ werde ich das Gerät auch mit richtigen Controllern vom Atari testen. Das kommt, wenn man kurze Hände hat. Da kommt man nicht so ran. So, hier haben wir die Anleitung. Die Einleitung. Oh. Einmal auf Englisch. Bla 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 bla. So, sehen wir jetzt mal auf Deutsch. Hier steht auch, hier steht auch, was ich auch sage: Micro USB Adapter Spezifikation Eingang. So, und wie man die auch einschaltet. Also, es ist keine große Kunst. Dafür müsst ihr jetzt nicht studieren gehen oder sonstiges. Es gibt nur einen Haken mit diesen Controllern und der Konsole selbst. Das erkläre ich euch und zeige ich euch auch. Ich habe da ein bisschen nachgeforscht und gesehen, wie man das beheben kann. Aber das sehen wir uns demnächst als in Ruhe an. Im nächsten Teil. Zack. So. Jetzt kommt wieder alles rein. Das Gute ist an diesen Konsolen, jeder, der mit Retro-Technik anfangen möchte und sich nicht sicher ist, hat hier Beispiel eine Konsole mit 120 Spielen. Immerhin, sage ich mal, na, halbwegs Retro-Feeling. Ich drehe mal um, dann können wir mal gucken, was für Spiele noch drauf sind. So. Hier sind die Spiele, ich gucke und zeige mal. So, da haben wir Adventure, Atari
Atari Crimber, Basketball, Beamrider, Bowling, Breakout, Canyon Bomber, Championship Soccer, Shopper Command, oh, das sagt mir auch schon was, Secret Architect sagt mir nichts, Combat sagt mir nichts, Cosmic Commuter, Crackpots, Crystal Castle, Decathlon, Desert Falcon, Double Dunk, Dragster, Andrew Racer sagt mir was, Fatal Run, Frog Point, sagt mir auch was, Frontline, Frostbite habe ich sogar als Original, Golf, Gravisar, Gyrus, Hero, Haunted House. Das hier sagt mir schon was. Das habe ich, glaube ich, schon mal auf dem T64 gespielt. Bin mir jetzt nicht sicher. Haunted House 2. Indie 500. Jungle Hunt. Keystone. Lock Chase. Megaminia. Sagt mir nichts. Millipede. Sagt mir. Ist wie. Millipede? Erinnert mich an Centipede, nur in kleinen. Naja, gut. Missile Command. Sagt mir was. Moto Rodeo. Sagt mir nichts. Night Driver. Auf Wall, Outlaw, Pitfall 2, Lost Cavers. Ja, Teil 1 habe ich. Und hier haben wir Teil 2. Sogar Teil 1 habe ich sogar als Original. Polaris, sagt mir nichts. Pong. Video Olympics, sagt mir so nichts. Pressure Cooker, sagt mir Radar Locker, sagt mir nichts. Real Sport Baseball, sagt mir nichts. Real Sport Basketball, sagt mir auch nichts. Real Sport Soccer. Das glaube ich, habe ich letztes präsentiert. Bin mir jetzt ein bisschen Real Sports Volleyball. Safe Mary. Secret sagt mir nichts. Secret Quest. Skydriver. Solaris. Sagt mir jetzt auch nichts. Space Invader ist ziemlich bekannt. Space War sagt mir nichts. Sprintmaster sagt mir. Oh, dann nochmal. So, ich bin nie damit immer was sieht. Sprintmaster sagt mir nichts. Stampede sagt mir nichts. Starmaster, Speechless, Submarine, Surrounder, Sword Quest 2, nee, Sword Quest Fireworld, Sword Quest Waterworld, Tempest, sagt mir Trackfield, Video, Yas Revenge. Ja, Yas Revenge. So, nochmal, dass ich alles mal zusammen sehe. Ja. Und viel mehr steht da. Mal gucken. Das sehen wir uns dann im nächsten Video gemeinsam an und wie sich das so spielen lässt. So selbst, ich habe es günstig geschossen. Muss ich zugeben. Also das war, in der Regel kosten die fast 100 Euro. Ich habe die für 30 geschossen und habe da mal zugegriffen. Dachte mir, kannst du mal ausprobieren. So. Somit bedanke ich mich beim Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Denn es geht, wir spielen Atari Flashback 9 Gold in HD. Mal gucken, ob die Spiele wirklich in HD sind. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Rutsch. Passt auf euch auf, bleibt gesund und hinterlasst ruhig einen Kommentar. Bis dann. Ciao, ciao.